Musik, Musik, Musik und 30 Sekunden Zeit, um was Neues zu lernen, und sei es auch nur für mich, weil ich habe nicht gewusst, vorhin habe ich einen Witz nicht kapiert. Mhm. Da ging es um Kraniosakral. Offensichtlich eine Möglichkeit, irgendwie für Eltern, was Kinder betrifft, die aggressiv oder halt unruhig sind. Ja, aber Kraniosakral ist auch für Erwachsene super. Ja, jetzt hat die Siglinde Glatz aus Bad Waltersdorf angerufen. Die kennt sich da offensichtlich beruflich gut aus. Die Kraniosakraltherapie, die kommt aus der Osteopathie. Okay. Und die Osteopathie ist die Lehre von den Zusammenhängen im Körper. Wie der Name sagt, das Kranium am Kopf arbeitet man. Und übers Kreuzbein, an den Flüssigkeiten im Körper. Man liegt angezogen auf einer Massageliege. Und es gibt verschiedene Grifftechniken, die sehr entspannend sind. Und weil es so sanft ist, ist es auch für jeden anwendbar. Okay. Das ist eine alternativmedizinische Methode. Das ist eine gute Sache. Irgendwie, ich glaube, die Flüssigkeit in meinem Körper kümmert sich immer der Barmann meines Vertrauens, aber offensichtlich gibt es da auch andere. Das heißt, das ist auch zum Beispiel für mich als Robert Kranzke geeignet. Wunderbar, wunderbar. Ja. Kaum legt man sich auf die Massageliege und liegt da, ist man eigentlich schon entkrantelt. Entkrantelt. Täglich schickt man dich dahin. Alles klar. Na, aber ich habe das nicht gekannt. Ihr habt mir der Begriff nichts gesagt. Ich will was gelernt.